Herren und mit der Nummer 25 gegen Kuhmann. Auf der Matte zunächst mit der Nummer 21 Torben Simon, mit der Nummer 31 Julian Zelenko. Zum 1-0 mit der Nummer 19, Kevin Kuta.
Schönebeck, der Torschütze. Hinter der Welt Robin Brandner. Neuer Spielstand. Warum?
Die Spanier vereisen mit der Rekordbank im Ergebnis zwischen der Spielzeit 1 und Schönebeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen 5:1. Wir wünschen allen, insbesondere den Gästen, eine gute Heimreise und einen schönen restlichen Sonntag. Look out! Ich begrüße euch zur Pressekonferenz anlässlich des Oberligaspiels zwischen der Spielvereinigung Schönebeck und dem ETB Schwarz-Weiß. Die Partie endete vor 483 Zuschauern mit 5:1 für die Spielvereinigung. Zu meiner Rechten der Gästetrainer Damian Apfeld, zu meiner Linken Dirk Tönnies und wie immer hat der Gast das erste Wort. Okay, in der ersten Halbzeit habe ich ein 50-50-Spiel gesehen, wo wir leider durch einen individuellen Fehler 1:0 in Rückstand geraten. Können dann aber auch noch durch Nico Lukas, durch eine gute Aktion von Samuel Adai über den rechten Flügel, kommen so zum Ausgleich. Aber ein paar Minuten später, kurz vor der Halbzeit, machen wir wieder einen blöden Fehler und kassieren dann das 2:1. Und das ist eigentlich das, was hier am Schettersbusch oder generell gegen Schönebeck nicht passieren darf. Wir wissen um die extreme Qualität in der Offensive bzw. um die Abschlussstärke einzelner Spieler, die das dann auch wirklich heute, wirklich, ob Kevin Cooper oder besonders auch Robin Brandner gezeigt haben. Und dann kommen wir eigentlich gar nicht so schlecht aus der Halbzeit. Schönebeck hat die erste Chance, wir die zweite Chance in der zweiten Halbzeit und das, was dann in den 15 bis 20 Minuten hier ablief, ein komplettes Blackout-Versagen. Das hat alle, die hier heute auf der Anlage waren, das war ein Déjà-vu vom Hinspiel. Es ist natürlich genauso hart wie im Hinspiel. Wir sind hier eigentlich eine Mannschaft, das zeigen unsere Gegentore, die sehr, sehr wenig zulässt, sehr wenig Gegentore. Und wenn man jetzt in zwei Spielen, in zwei Stadtderbys 11 Gegentore bekommt, das ist mehr als hart. Das ist auch nicht zum Greifen für mich, überhaupt nicht verständlich. Aber wir müssen diese bittere Derby-Niederlage schlucken, wie auch im Hinspiel. Es ist hart, es bleibt auch morgen hart. Komplettes Versagen in der zweiten Halbzeit und leider muss ich das so hinnehmen. Schönebeck und Dirk, Glückwunsch zum verdienten Dreier. Beide Derbys ganz klar gewonnen in dieser Saison. Letzte Saison hatten wir noch die Nase vorn. Da beide Derbys gewonnen. Diese Saison ging es leider Richtung Schönebeck. Und wir müssen jetzt nochmal die restlichen Spiele vernünftig angehen. Auch nächste Woche gegen das beste Rückrundteam, Lüderich. Da am Ohrkrug anders auftreten als heute. Vielen Dank. Ja, von meiner Seite guten Tag zusammen. Ja, danke Damian für die Glückwünsche. Ich kann mich dem Damian so ein bisschen anschließen. In der ersten Halbzeit war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir haben dann halt genau in der Phase, wo der ETB besser im Spiel war nach dem 1:1, haben wir dann halt das 2:1 gemacht, kurz vor der Halbzeit, was natürlich immens wichtig war. Komplette Parallele zum Wien-Spiel, genau wie dann halt nach der Halbzeit, dass wir da halt 15, 20 Minuten das Spiel dann für uns entschieden haben. Ich glaube schon, dass es kein 5:1 war. Dass es kein 5:1 war, sicherlich ein verdienter Sieg. Aufgrund der Torschancen und der Spielanteile, sicherlich, aber nichtsdestotrotz kein 5:1. Trotzdem muss ich meiner Truppe einen riesen Lob aussprechen, nachdem jetzt die Bekanntgabe war. Das war ganz einfach, die Lizenz nicht beantragen, haben wir jetzt zwei Siege, zwei Unentschieden, das zeigt, was für ein toller Charakter die Truppe hat. Heute ein tolles Spiel abgeliefert, auch nachher dann halt in der zweiten Halbzeit, was wir fußballerisch abgeliefert haben, was wir noch an Torschancen so erarbeitet haben, was für Abläufe für drin hatten, wir waren sehr flexibel in den Abläufen. War es schon echt gut anzusehen und es ist ganz einfach so, es macht eine riesen Freude im Moment. 11 Tore in zwei Derbys ist natürlich brutal für uns. Brutal für den Gegner natürlich auch, außer vom besten sind wir nicht, dass man halt sagen, dass beide Spiele in der Höhe der Ergebnisse so verdient war. Zwei Siege sicherlich, aber nichtsdestotrotz freuen wir uns auf die nächsten Derbys und dann wird es sicherlich auch wieder enger. Für uns war es ganz einfach wichtig zu zeigen, dass wir hier zu Hause nach den letzten beiden Spielen dann halt, wo wir es haben auch liegen lassen, auch noch gewinnen können. Das haben wir eindrucksvoll bewiesen.
Und wenn ich auf die Tabelle gucke, der OB war ja heute da. Vielleicht sollte er sich das zu Herzen nehmen, was vielleicht in Schonnebeck möglich wäre, wenn wir auch eine Spielstätte hätten, wo wir dann eine Liga höher spielen können. Dementsprechend bin ich froh, dass ich so eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft habe, die halt tollen Fußball zelebriert, die eine tolle Einstellung haben und wie wir heute auch gesehen haben, tollen Fußball verdient gewonnen. Und dementsprechend schönen Abend wünsche ich euch, Damian, für dich, alles, alles Gute. Wir sehen uns in den nächsten beiden Spielen, im nächsten Jahr zum zweiten Löwis wieder. Und ich glaube schon, dass man so einen Abend auch mal genießen sollte. Deswegen auch schönes Wetter, tolles Spiel, genießt den Abend und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder zum nächsten Mal. Robby Brander, muss ich sagen, gönne ich von Herzen, weil er halt einer ist, der in jedem Training alles raushaut, ist auch lebt diese Schonnebecker-Philosophie, diese Schonnebecker-Mentalität. Und ich glaube, der weiß selber gar nicht, was er heute an großartiger Leistung gemacht hat. Die beiden Tore gerade jetzt in der zweiten Halbzeit waren überragend. Ich glaube schon, dass der Junge ja das lebt, was wir hier haben wollen. Und genau deswegen freut es mich doppelt für ihn. Und ich glaube, er kann gerade noch die letzten Worte heute im Kreis bekommen, dass er dementsprechend die Ansage machen durfte. Aber es ist nichtsdestotrotz, freut es mich riesig für ihn, hat er sich verdient. Er ist ein Junge, der immer alles abruft, der ganz einfach im Leben steht. Und deswegen sind wir froh, dass er lebt. Ja. Nächste Woche geht es dann zum Auswärtsspiel zum Mühlheimer FC und dann am 27.04., das ist ein Samstag um 18 Uhr, erwarten wir dann hier den allgemeinen Erwartungen. Euch einen schönen restlichen Sonntag, feiert schön und den Gästen gute Einfahrt. Ciao.